Hallöchen, schönen guten Abend. Warte, ich mach mal leiser hier. Wo sind wir denn? Wie tun es? So, dann machen wir das hier auch nochmal leiser. Leiser, so. Und dann müsst ihr mich, glaube ich, besser verstehen. Schönen guten Abend, heute Abend und so weiter und so fort. Achso, das nächste Lied kommt. Ich dachte schon, es geht alles aus hier. Ja. So, wir gehen einfach mal auf den Server drauf. Der Neslo ist heute auch mit dabei. Hallo Neslo, Flöchchen, Puppelchen, schönen guten Abend. Und der Kuxinator und der, es ist immer so ein ekliger Name, sorry, Drecksbursche TV. Lennington und der Stifler und wer auch immer mir hier nicht angezeigt wird. Schönen guten Abend, schön, dass ihr schon mal da seid. Wir fangen aber mal an, eine Runde Mine Fraktion 2 zu spielen. Ich habe noch eine gute Stunde Zeit auf dem Server, mich hier zu, auszutoben. Heute mal mit den Mickey-Mäusen auf dem Kopf. Jawohl, schön, dass es dunkel ist. Erst rein. Hoffentlich sind die Betten noch da. Fangen wir wie jedes Mal die Folge erstmal an mit einer Runde Stream. Und in diesem Sinne auch schönen guten Tag auf YouTube. Denn das wird ja später dann auf YouTube halt auch mit verbreitet. Weizen für Oli, Chrissy. Achso, immer noch. Okay, Weizen brauchen wir nicht. Aber, genau. So, wir haben, ich greife jetzt mal so ein bisschen vor. Denn Christina und ich haben ein wenig, schon voraufgenommen. Wir sind voraufgenommen und haben in der Tat schon ein bisschen mehr gemacht, als ihr da draußen schon wisst. Ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Folgen habe ich noch seit dem Stream und da passiert halt auch so ein bisschen was. Und deswegen nicht wundern, wenn hier ein bisschen mehr passiert ist, als ihr eigentlich kennt. Es wurde weder gehackt, noch gescheatet, noch sonst irgendwas. Wobei gehackt weiß ich nicht, aber nicht von unserer Seite. Den bräuchte ich vielleicht eventuell noch. Kann man den auch noch kleiner machen hier? Geht das? Oh cool, dann haben wir nämlich eine etwas kleinere Bank hier. Das ist doch ganz in Ordnung. So, wie gesagt, es wurde ein bisschen was getan, was eben halt noch nicht jeder weiß und kennt. Und deswegen da bitte nicht wundern. So, ich brauche jetzt erst noch mal ein bisschen Kolle. Haben wir noch Kolle irgendwo? Kolle. Alter, voll, hat sie ja gerade angehört, ne? Voll widerlich hier. So, Essen, brauchen wir nicht. Gemischte Steine, verdammt. Muss ich doch hier die Kiste abgrasen, wo ist denn Kohle? Hier glaube ich nicht, Mann! Hier sind immer Geräusche drin in diesem Modpack. Das ist ein Wahnsinn. Leider Gottes, muss ich sagen, habe ich in der Aufnahme, ich hoffe, ihr hört hier sämtliche Töne, in der Aufnahme der letzten zwei Folgen und in den kommenden zwei Folgen meine Audioeinstellung am Computer so geändert, dass DX Tory das gar nicht mitgekriegt hat und dementsprechend keinen Spielsound aufgezeichnet hat. Boom. Papier, Werkzeuge. Da gibt es hier nicht irgendwo eine runde Kohle. Leer und unbeschriftet. Bitte unbeschriftet. Ja, schön. Mann! Okay, dann fangen wir erstmal an und machen ein wenig Kohle für uns. Doch, das ist in Ordnung. Dann sollen die Kohle machen? Nee, ne? Dahin. So, 64 Stücken Kohle. Dann können wir... Doch, dann können wir hier nämlich schon mal Holzplanken draus machen. Ist alles gerade so ein bisschen planlos, aber wir wollen heute eine Brücke bauen. Flo, heute mache ich die Brücke. Ich habe mir deine letztes Mal leider nicht angeguckt, die du bei dir in deinem Singleplayer gemacht hast. Mal gucken, ob ich heute eine gerechte Brücke hinbekomme, die auch schick aussieht. So, dann haben wir, glaube ich, alles. Ein paar Fackeln haben wir ja. Na egal, Werkzeuge, warte mal, die lasse ich, glaube ich, besser hier. Nicht, dass ich dann doch irgendwie verrecke und dann stehe ich da mit meinem Talent. Das heißt, warte mal, die Axt, die könnte ich vielleicht noch gebrauchen, weil ich glaube, da ist der ein oder andere Baum im Wege. Den können wir... scheiß drauf. Machen wir später weg. Den Baum machen wir später weg. Wir gehen jetzt aber mal los, denn ich habe... ich kann da mal so eine kleine Rundtour machen. Ich nehme euch jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das Let's Play vorweg, aber das macht nichts. Denn ihr seht das hier sowieso irgendwann. Hui! So, ich habe... meinen Hopfen angepflanzt. Obwohl, das könnte ich auch noch weitermachen, das Hopfenfeld. Mal sehen. Machen wir später noch. Oh, Leggy. So, dann haben wir hier so ein bisschen Weg gebaut. Ich hoffe, dass das Grün hier irgendwann auch nochmal weiter wächst, dass wir hier auf dem... Oh, schön.
auf dem Hopfenfeld noch ein bisschen Grün haben, weil dann muss ich hier, glaube ich, mal einen Stein rausklauen, dass wir den da mal hinbauen können. Ein Stück Erde, meine ich. Zack. So, dann kann das nämlich auch wachsen. Dann können wir hier später mal eine Treppe draus bauen. Wunderbar. So, Christina und ich haben nämlich die Tage eine Runde aufgenommen, wo wir hier Bekanntschaft mit ganz, ganz, ganz vielen Silberfischen gemacht haben. Zumindest ich, sie eher weniger, aber ich habe hier so Bekanntschaft gemacht, weil der ganze Berg ist voller Silberfische, Alter. Das geht gar nicht. Und der Plan ist, dass wir da drüben hin eine kleine Brücke bauen. Und dementsprechend steht hier auch schon ein Werktisch. Hier haben wir noch eine Kiste mit ganz viel Erde und Stein drin und ein Chisel. Lol. Okay. So, dann würde ich, glaube ich, anfangen wollen. Ach, da hat sich schon einer hochgebaut. Krass. Nee, dann würde ich, glaube ich, anfangen wollen, erstmal mit so ein bisschen Holzblöckis. Mit ein bisschen Blocki. Insider wissen, wer gemeint ist. Und dann wollen wir mal gucken, was wir so machen raus aus dem Ding. So, was haben wir denn hier? Was machen wir denn hier für eine Brücke überhaupt? Machen wir auch so eine 5x5er Brücke oder machen wir breiter? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall erstmal so einen pompösen Aufstieg. Das ist, glaube ich, schon völlig genial. So, schönen guten Abend, wer noch alles mit dazugekommen ist. Ich sehe gerade, der Mr. Stadtgefährte Nightfox ist in der Haus. Sei er gegrüßt, mein Freund. So, ich glaube, wir machen auch ganz kacken Dreis. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, wir machen auch eine 5er-Brücke, oder? Würde ich, glaube ich, so drauf plädieren. Ne? Würde ich, glaube ich, so sagen. Auf dem Wege mal mit. So. Dann machen wir hier wieder so eine kleine Plattform. Das ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Weil später müssen wir ja auch noch ein paar Bäume wegholzen. Und irgendwann müssen wir ja auch noch die Stützpfeiler für die Brücke bauen. Weil so eine Brücke ohne Stützpfeiler sieht ehrlich gesagt scheiße aus. Und auch nicht realistisch. Wir wollen auch ein bisschen realistisch bleiben hier, ne? Muss ja sein. Ich glaube, das ist gar nicht mal so ganz uncool. Wenn man dazu mal... Jetzt machen wir wieder zwei Half-Slabs drauf. Nicht so. Danke. Es wäre ja eigentlich ganz cool. Ich hätte ja eigentlich von diesem Kirsch- oder Apfelbaum da dieses Holz mir züchten sollen. Dann ist das nicht immer so duster. Mache ich vielleicht auch nochmal irgendwann, dass ich da mal ein Haus mit umbaue oder sowas. Dass das Holz hier nicht so ist. Oder kann man das nicht auch schisseln? Man kann doch Holz auch schisseln, oder? Zeig ich mal. Wie sieht das aus? Nicht toll. Ich dachte, das wird schöner. Und ich dachte, das wird schöner. Kann man da auch Half-Slabs draus machen? Nee, natürlich nicht. Okay, dann machen wir da wieder normal Schissels draus, normale Holzblöcke. Dann lassen wir das so. Ganz einfach. Möchte ich mal so behaupten. So, und das wäre nämlich schon der erste Baum, den wir loswerden müssen, aufgrund von du störst. Nee. Ich brauche mal noch da unten mit hin. Muss ja gleich aussehen, ne? So ganz ohne geht's ja nun mal nicht. Wäre sonst zu einfach. So, da haben wir schon mal einen gewaltigen Aufstieg. Yay. Und eine fast sichere Brücke. Okay. Das nächste Projekt wäre vielleicht nochmal die Brücke von den Häusern da oben. Oder an die Häuser da oben anzuschließen. Das hätte auch noch was. Vielleicht auch, also, obwohl, so toll ist das nicht. Warte, wir lassen das, glaube ich, so am besten. Jetzt muss ich überhaupt erstmal überlegen, wann habe ich eigentlich angefangen? Hat das einer auf dem Schirm? Laufe 5 Minuten. Oh ja, da wird schon wieder gebieft im Chat. Oh, 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 oh. Statt schwarz gegen statt weiß. Eieiei. Ei, ei. Ei weh. Aber nicht, dass es noch zu einer Schlägerei kommt da im Chat, ne? Also muss natürlich nicht sein. Und gebaut.
Dann haben wir nämlich ganz gechillt einfach mal den coolen Aufgang gemacht. Der ist auch richtig cool. Und vor allem, wir haben einen Weg ins Nether endlich mal wieder. Weil das letzte Portal ist ja noch in der alten Stadt und das ist natürlich der Knackpunkt. Das kriegen wir ganz beschissen hierher. Weil dann bist du ja wirklich nur am Rennen. Du rennst einmal so gut und gerne 10 Minuten hin und eine Viertelstunde zurück. So, das haben wir. Ab jetzt. Oder ab jetzt? Vielleicht auch später. Mr. Nightfox ist wieder am Austeilen in den Chat. Rumble in the Jungle. So, dann haben wir ja fast alles dabei. 8 Minuten, ja genau, ne, würde ich auch sagen. 8 Minuten waren es gewesen, jetzt sind es mittlerweile 10 Minuten. Ist tatsächlich so ein extremer Versatz. Ist natürlich heftig. Muss ich ja so sagen. Obwohl, es könnte auch sein, dass mein Sohnemann gerade am Gange ist. Es sei denn, er ist noch nicht wieder ausgenüchtert. Das war, der war nämlich gestern feiern. Kann sein, dass er vielleicht auch eine Runde CSGO am Stream ist. Ich hoffe ja, dass die Leitung hier einigermaßen alles mitmacht und dass die Qualität passt. Weil wie gesagt, soll ja später auch noch auf YouTube gehen und da ist natürlich dann immer so blöd, wenn das so hässliche Streifen hat. So, dann sind wir ja schon fast fertig. Mensch, das ist ja richtig cool. Spare ich mir das Gebaue in einer normalen Aufnahmefolge. Das finde ich gut. Aber die Frage ist halt, zack, Licht. Da müssen wir später noch einen Zaun hinmachen, dass uns hier keiner runterschubsen kann. Weil wenn du runterfällst, ist nämlich auch scheiße. Muss ich mal so ganz klar sagen. Könnte nämlich wehtun. Und danach hast du leichte Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, je nachdem, wie du hinfällst. Und das ist natürlich richtig dumm, doof. So, ja, das sieht bald aus wie so eine... Cool. Dann sind wir ja schon fast so weit. Ne? Dann können wir, brauchen wir eigentlich nur noch geradeaus rauszubauen. Okay. Dann können wir ja schon mal anfangen, uns auf Bedwars vorzubereiten und einfach mal wie in Bedwars eine Runde bauen. Ich kann leider Gottes nicht das Fast Bridgen. Das kann ich nicht. Bin ich tatsächlich etwas zu dämlich zu. Aber ich muss auch sagen, ich habe es noch nicht wirklich trainiert. Also ist wahrscheinlich eine reine Trainingsarbeit. Aber das erinnert mich so ein bisschen hier an Sky Factory 2. Hat auch mal alles so angefangen. Yay! Genau. Stairway to Heaven. Wobei, das hätte man jetzt noch mit Stairway to Heaven hinterlegen müssen, ne? Aber es ist dann wieder diese scheiß GEMA, die dahinter steckt und einem dann am Sack geht. So, das wäre der erste Streich. Wir müssen nur gucken, dass wir das hier vielleicht auch so ein bisschen meteoritensicher machen. Die ganze Aktion. Ich weiß nämlich nicht, bis wohin das Schutzschild geht. Ist hier nicht irgendwo so eine Markierung auch? Oder war das nur in Holotopica, diese Markierung? Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Weil in Holotopica haben wir gehabt... Muss erst mal gucken, die Kamera sieht da so richtig scheiße aus. So, müssen wir hin. So, hallo. So ist besser. Ah, und ich habe... Ah, warte mal. Zack, den muss ich da einmachen. So, passt. Das ist besser. Dann passt das nämlich auch. Und ich bin zu hoch. Ich muss mich tiefer legen. Jum. So, besser ist. Dann sitze ich wieder wie auf dem Klo, Alter. Wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Läuft bei mir. So, ich glaube, das ist von der Plattform her soweit okay, oder? Machen wir hier noch Blöcke des Zimmermanns hin. Das ist, glaube ich, passend. Und dann können wir... Schon fast, aber pass auf, da machen wir hier noch alleine aus Gesundheitsgründen einfach mal einen Schutz hin. So. Einfach nur aus gesundheitstechnischen Gründen, weil ich kenne Christina und ich kenne mich. Problem ist, sobald wir hier raushucken, wird es dann wahrscheinlich so sein, dass wir falsche Seite raushucken. Also, dann machen wir hier noch zu und dann haben wir es eigentlich auch schon sicher. So,
Passt. Passt. So, dann machen wir da noch Zäune draus. Und haben dann hier die entsprechende Aschmauer. Ich mache das hier nur mal so ein bisschen monstersicher. In der Hoffnung, dass hier jetzt keiner weiter spawnt. Kohle müsste jetzt auch durchgebraten sein. Und dann sollte das eigentlich passen. So, dann haben wir auch einen Zugang jetzt endlich wieder zum Netherchen. Müssen wir nur noch schauen, dass wir hier ein paar Zäune machen. Wir sind da in der 1.7. Das heißt, wir können, zack, das ganz einfach machen. Und zwar so. Das Blöde ist natürlich nur mit den Hive Slabs hier, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Herr Popovic, da hast du nicht genug mitgedacht. Aber ich möchte das auch nicht so zulassen. Das ist offen lassen, meine ich. Okay. So. Und dann machen wir hier drauf einfach eine olle Fackel. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich davon so wirklich überzeugt bin. Muss ich ja so ganz ehrlich sagen. Ich weiß es noch nicht. Oh. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich davon noch schon überzeugt bin. Aber die Sicherheit geht vor, ne? Safety first, muss ich sagen. Okay, pass auf, dann machen wir das. Sollte auch die blöden Fackeln mitnehmen, ja. Mann. So, das ist nochmal für alle jetzt der Hinweis gewesen, von wem diese Musik ist, die ich mir so runterziehe. Kommt ja auch häufiger mal die Frage hervor, woher die Mucke kommt, die ich hier so im Hintergrund laufen lassen habe. Ist tatsächlich von Beatery. Gibt es einen YouTube-Kanal von. Müsst ihr mal gucken. Der hat richtig coole Mucke da eigentlich am Laufen. In erster Linie eigentlich mal für Minecraft gemacht. Aber kannst du eigentlich für fast alles benutzen. Die ist schon recht cool. Taiko! Alte Säge. Oh, mal gucken hier. Uhu. Der Freund aus Stadtrot. So, dann haben wir hier schon mal den Zugang und ein paar Fackeln gesetzt. Doch, so rum. So, dann brauchen wir, glaube ich, wieder ein paar Zäune noch, ne? Ich habe die Zäune mir, Mann. Ich habe mir auch völlig umsonst eine Werkbank mitgenommen, aber ist egal. Hätte ich mir vielleicht hier noch in die Treppen einbauen brauchen können. Tun machen. Oh, passt sich ja gerade zufälligerweise. Aber ich glaube, ich befürchte, ich brauche noch mehr. Oh. So, dann machen wir hier einfach mal so ein paar Zäune. Damit wir das alles mal zu haben hier. Nicht, dass der Nightfox und die Frau LP hier noch runterfallen. Kann ich nicht verantworten. Krieg wieder Mecker. So. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir eigentlich erstmal wieder eine Runde. Zäunchen. Zäunchen, Freundchen. So, und sonst, wie geht's euch denn da draußen so? Was habt ihr heute so gemacht? Erzählt doch mal. Lasst euch doch nicht alles so aus der Nase rausziehen. Ja, Fastbridgen ist wirklich kacke. Vor allem für die Leute, die es nicht können. Das ist tatsächlich so. Also, wie mich zum Beispiel. Weil du bist immer der Langsamere. Du hast einfach immer die Arschkarte. Deswegen finde ich das ja wieder so cool. Weil das halt nicht jeder kann. Und ich merke es auch selber immer wieder. Ich meine, gut, ich habe jetzt aufgrund der Krankheit, die ich jetzt die letzten 3 Wochen hatte, habe ich jetzt die Tage mal wieder versucht, nach 3 Wochen eine Runde Bed Wars zu spielen. Ich habe kläglich verkackt, natürlich. Was auch sonst. Oh, ich bin am Ende. Das ist cool. Ich bin voll am Ende. So, dann machen wir hier noch zu. Und dann kann hier auch heimlich keiner hochkrabbeln.
Außer er verändert etwas, was ja offiziell verboten ist. So, oh, es wird wieder Tag. Das wäre natürlich noch geil, wenn wir so Blood Moon hätten oder so hier. Das wäre natürlich noch richtig Porno. Oh, Besuch! Hey, du alte Sau. Ich habe mich schon gewundert, wo der herkommt, was das für eine Anzeige war. Und jetzt? Nun, komm runter. Ja, komm, den Loot will ich schon noch haben. Oh, du bist doof. So, dann hau ab. Ich wollte eigentlich den Loot noch haben. Aber du hast ja gemeint, dass du hier runterspringen musst. Du Opfer. Oh. Ich habe keine Fackeln mehr. Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Vielleicht sollte ich hier oben auf der Aussichtsplattform noch so einen Kartenschalter hinbauen oder sowas. Für Besucher und Gäste, weißt du, dass die so das Fernrohr benutzen können oder so. Das wäre auch eine Maßnahme, ne? Hier oben so ein Fernrohr noch draufsetzen. Für die Touris, weißt du? Können sie schön ins Land reingucken, in die Canyon. Da haben wir ein paar Lampen hier drin, bis wir irgendwann dann mal Glowstone haben. Ich kann ja mal kurz rüber gucken, mal sehen, was so los ist in der Hölle. Mehr als, dass ich wieder abhaue, kann nicht passieren. Oh, cool. Weil ich hier mal so einfach so eingebaut. Was ist das denn? Ach, eine Krähe. Ich möchte dich töten, du Vogel. Dann habe ich wenigstens auch was in der Hölle getötet. Oh, Taiko ist wieder weg. Okay. Irgendwas ist hier auf jeden Fall am Gange. Okay, alles klar. Taiko ist auch wieder runter. Hört sich ja... LOL, wie ich einfach hier aus dem Tor rausgekommen bin. Schön. Dann müsste ich ja jetzt ja nicht auch in die alte Wirkungsstätte reinkommen, oder? Cool. Jetzt bin ich hier wieder zwischendrin. Okay. Und jetzt müsste ich ja wieder zurück, ne? Jetzt müsste ich ja wieder in und... Nee, doch nicht. Wenn ich das jetzt ausmache... Wie geht denn das aus am besten? Geht gar nicht aus, ne? Müsste irgendwas drin explodieren wahrscheinlich. Okay. Müsste ich dann höchstens hier das Tor abbauen. Gut, dann bin ich zumindest mal in unserer alten Butze hier. Hier haben wir auch nichts mehr weiter drin. Hier unten drunter war ja das komische Ding. Dann haben wir hier soweit ich weiß, alles weggeholt. Richtig? Hier dürfte ja so nichts mehr sein. Aber ich könnte die Kisten ja eigentlich mal abbauen und mitnehmen, ne? Ja, ich habe nur leider Gottes keinen Hammer oder eine Hacke dabei. Du brauchst ja wieder einen Hammer oder eine Dia-Hacke und die habe ich nicht dabei, Night Foxy. Und dementsprechend ist das im Moment etwas doof, da was mit abzubauen. Aber das können wir das nächste Mal machen. Beziehungsweise könnte ich ja gleich machen, ne? Laufe ich schnell zurück. Und dann kann ich ja eigentlich mir meinen Hammer holen. Und... das Tor abbauen, ne? Mich interessiert halt nur, was da hinter der Mauer war. Aber unausgerüstet habe ich da keinen Japp drauf ranzugehen. So, das hätten wir. Dann brauchen wir noch irgendwas von hier. Ne, hier haben wir eigentlich alles schon raus. Da noch was drin? Nein, dann nehmen wir da auch die Kisten noch mit. Dann haben wir die Kisten nämlich hier auch alle weg, weil ich finde das schon als so ein bisschen Platzverschwendung. Angst? Nein. Angst habe ich nicht gehabt. Ich habe gewusst, dass du mir freundlich bist. Angst vor dir? Wer hat denn schon Angst vor dir? Nein, 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 nein. Ich habe mich nur gewundert, dass, also für eine Aufnahme bist du zu kurz gewesen. Alter, hier ist ja noch eine ganze Ecke drin. Okay. Niederstein. Anditerz. Okay. Schade auch. Ich dachte, hier wäre noch was Interessanteres drin. Aber dann wohl nicht. Ach, habe ich hier vielleicht noch... Oh. So. Dann bleib doch da drin und verroste. Ganz einfach.
Aber dann kann ich ja hier eigentlich meinen Stuff schon mal... Ach nee, ich bräuchte vielleicht idealerweise noch einen Rucksack, ne? Dann habe ich nämlich meinen Stuff, den ich von hier mitnehmen könnte, dann auch mit dabei. Aber ich kann ja hier den Tisch schon mal mitnehmen. Und auch mein Zauberbuch endlich mal wieder mitnehmen, dass ich zaubern kann. Und dann kann ich das ja... Haben wir eigentlich schon den... wir haben nur den normalen Zaubertisch aufgebaut, ne? Scheiße, jetzt sag nicht, ich brauche dafür eine Spitzhacke. Das ist jetzt doof. Hallo Dr. Oberschlau. Ach, die Update-Folge vom Stream war das gewesen. Okay. Scheibenkleister. Brauche ich dafür wirklich eine Hacke? Ja, du mich auch. Tag. Der steht da irgendwie fest, ne? Kann das sein? Wo war denn Stein? Marble? Steinziegel, Steinziegel, rissige Steinziegel. Kann man noch Steinziegel auch? Eine Schüssel noch mit? Nee. Wo war der? Hier. Okay, hier im Boden war doch mal irgendwo so ein Genarr. So, davon einer zu wenig, davon einer zu viel und dann spielen wir Priel. Passt. Ach, ein Villager. Alter, das hat natürlich jetzt genau gepasst. Wo kommst du eigentlich her? Hat sich an mir vorbeigeschlichen, ohne dass den einer mitgekriegt hat. Aha. Geht doch. So, was haben wir hier noch? Lauter Zauberbücher. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht ganz uncool. Warte mal, wir nehmen mal die Effizienzgeschichten mit. Und müssen den Rest leider Gottes dann doch erstmal hier lassen. Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch hier lassen? Eine Feder brauchen wir nicht. Den Schmo brauchen wir nicht. Dann können wir das eigentlich schon mal alles mitnehmen. Und den Rest, den lasse ich jetzt mal noch mit dabei. Und dann kommen wir später nochmal wieder und holen hier den ganzen Rest ab. Was haben wir hier noch drin? Da haben wir den schon noch. Und dann kann ich nämlich auch meine Eisentruhe mitnehmen. Die hat nämlich richtig Stauraum. Das finde ich schon mal richtig gut. So, kann ich dich hier durch das Loch irgendwie schlachten? Irgendwie habe ich das Gefühl, ist er festgebackt, oder? Kann das sein? Hallo? Hallo? Ich würde ja gerne den mal anhitten. Bin ich ja ganz ehrlich. Aha. Dann können wir doch zumindest seinen Scheiß ja auch noch mitnehmen. Ich bin ein bisschen sicher, passt schon. Muss natürlich immer aufpassen, dass hier kein anderer drin ist. Aber so gefällt mir das mit so einem Rare Tricky Zombie. Na, was hast du vor hier für ein Problem? Du wolltest mich doch nicht hochschleudern, oder? Schleuder dir selber ein, du Arsch. So, einmal noch und das war's. So, das finde ich schon mal schwer in Ordnung. Mit einem Buch haut man mal ein bisschen Holz. Das mache ich jeden Tag so. So, das hier war eigentlich mal für Sahe gedacht, das alte Schaf. Aber da hätte er Fahnenflucht begangen. So, habe ich nichts weiter eingesammelt. Ohne Witz. Und deswegen machst du hier so einen Aufriss. Alter Schwede. So, hallo Herr Villager. Sei gegrüßt. Tschüss. Schönen Tag noch. Ja, was das betrifft, bin ich hier bei den Mobs so ein bisschen schisserhaft. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich bin da so ein bisschen schisserhaft, der geht da nicht so gerne in solche Sachen rein, so ganz ohne Equip. Ich hab zwar mein Cleaver. Oh, da ist was passiert. Hab zwar mein Cleaver, aber wenn dann doch mehr ist, habe ich nichts anderes mehr. Das ist das Problem. Und das ist halt immer so ein bisschen nervig. So, dann habe ich ja eigentlich das Nötigste schon alles am Mann. Passt. Dann wollen wir den ganzen Quark mal ausleeren. Ich weiß gar nicht, haben wir den großen Zaubertempel auch schon gebaut? Hallo Kuh. Oder, wir haben nur den kleinen Zaubertisch gemacht mit ein paar Bücherregalen, ne? Den richtigen Zaubertempel haben wir noch gar nicht gemacht, weil sich keiner mit Ars Magica bei uns so richtig beschäftigt, ne?
Genau, da können wir in einer der nächsten Folgen ja auch nochmal machen. Da gibt es ja so einen richtig großen Zaubertisch, den hat die Stadt Rot unter anderem. Ich weiß gar nicht, Flo, habt ihr das auch schon, den großen Zauber? Habt ihr, glaube ich, auch schon gemacht, ne? Stadt Weiß hat den auch schon gemacht und da kann man sich zaubertechnisch oder magietechnisch richtig, richtig, richtig weiterentwickeln. Das ist schon mal ganz cool. Weil bisher habe ich ja nur den banalen Abbauzauber und den würde ich, glaube ich, zum einen noch weiterentwickeln und zum anderen würde ich mir, glaube ich, noch ein paar andere Fähigkeiten aneignen wollen. Nur da muss ich mich tatsächlich erst so richtig reinfuchsen. Weil As Magica ist für einen Mod-Noob so wie mich nicht ganz so einfach. Aber müssen wir nochmal gucken. Ich gehe mal bei irgendwem in die Lehre und dann passt das schon. So. Wieso ist meine Karte, meine Minimap eigentlich ausgeschalten? Wie kann ich die Minimap aktivieren? Flo, mit Minimap. Bitte, 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 wie geht Minimap? Fällt mir dazu mal gerade auf. Ich habe gar keine Minimap. So, gleich sind wir zu Hause. Auf M, wie Milchmixgetränk. Ne, die Minimap oben rechts. Du hast ja oben rechts hast du ja noch eine Minimap. Was geht hier schief? Ich will hier raus. Okay, dann passt das schon. So. Die guten alten... Ender Minions. Und ich bin zu Hause, bevor es dunkel ist. Richtig cool. Das heißt, eigentlich müsste ich ja hochlatschen. Ne? Ich müsste ja eigentlich hochlatschen zu mir. Und zumindest meinen Zauberkrams da erstmal hinbringen. Holzbreta. Halt, die Truhen lassen wir nochmal im Inventar. So, das haben wir. Alles aus... Ach, hier unten, genau, da gehört ihr rein. Die Essenzbeeren, wo gehören die hin? Das ist ja die große Karte mit M. Aber irgendwie kannst du doch oben rechts diese Minimap da auch noch machen. Super Secret Settings. Inventar Welt. Befehle, Tastenbefehle, Werkzeuge. Inventur, Welt. Chunk Overlay. Mittagabends, Regen, Spielmodus. None. Mob Spawn Overlay. Ist das der? F7? Ne. Ach ne, das ist hier die netten Kreuzer sind das, genau. Tastaturbefehle, Inventar, Rezeptnutzung. Tränke. Warum gestern kein Stream gewesen ist? Ich habe mir vergessen. Ganz einfach, ich habe mir vergessen. Ich war am Gange hier und habe so ein bisschen rumgepimmelt hier zu Hause und dann ist mir irgendwann, hat Flo dann geschrieben, der Nestflo, wann streamst du heute? Wo ich dann dachte, ja, jetzt nicht mehr. Flo, wann hast du geschrieben? Um 11 oder so, glaube ich, gestern, ne? War schon nett. Ja, und so habe ich dann halt ganz einfach vergessen, gestern zu streamen. Es ist halt einfach so. Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Aber ich habe es halt einfach vergessen. Mann! Egal, ich suche mir das so nochmal raus. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde Poven und dann geht's hoch. Oder ich könnte ja auch so schon hochgehen, ne? Kommt ja sonst so keiner weiter hierher. Weil ich bin ja sicher in meiner Stadt. Lol. Ach, durch... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das bewegt sich. Alter, ich habe hier schon Hallus, ey. Mann! Achso, die Essenzbären. Stimmt, die wollte ich auch noch loswerden. Später machen wir auch noch. Kommen wir wieder hin. Irgendwo am Eingang, sagst du? Gut, machen wir. Stimmt, da war ja was. Ich habe die Essenzbären ja noch in der... Ne, hoch. Danke. Oh, Luft. Danke. Alter, kriegst du gleich einen voll in die Fresse, ey. Ohne Witz. Ey, nach wie vielen Jahren bin ich mal wieder zu Hause? Krass. War schon Ewigkeiten nicht mehr. Aber ich mach die Tür auch zu, es zieht nämlich. So, ja, die neuen Nachbarn hier. Juhu! Krass. Oh, was hast du denn da? Lol. So. Da hat immer noch keiner eingerichtet. Na gut, okay. Hätte ja klappen können. So.
So, das haben wir. Dann kann ich nämlich mal so ganz kackendreist hier oben hin latschen. Hallo? Hoch? Hier oben hin latschen und meinen ganzen Schund hier hinstellen. Dann passt das nämlich. Dann habe ich den zumindest erstmal hier. Hallo? Lol, wie er einfach keinen Bock hat. Wie er sich einfach sagt, nee, da ist der Oculus, da stelle ich mich nicht hin. Lol. Ey, du eingebildeter Scheißtisch. Wieso macht der Tisch nie das, was ich sage? So. Lappen. Wenn ich dir sage, das machst du so, dann machst du das auch so. Und yes. Das passt. Okay, also. Durch einen kleinen Cheat, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ein Mat-Update ist available. Durch einen kleinen Cheat, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir hier alles anzeigen lassen. Dieser Cheat ist ganz einfach, man musste einen Befehl in der Konfiguration dieses Mods nicht verändern, aber vervollständigen. Und dann hat man hier nämlich auch alles gesehen oder alles angezeigt bekommen. Da hat mich der liebe Taiko draufgebracht. Der hat gesagt, guck doch mal und schreib doch mal um und dann siehst du auch, was da alles drinsteht und reingehören muss. Fand ich voll gut. Ganz einfache Geschichte. So, Seens Bären irgendwo am Eingang, hast du gesagt. Pass auf, ich gehe erstmal pennen, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ja, besuch mich doch mal auf dem Server. Das ist voll in Ordnung. Pofen, genau. Ich gehe eine Runde pofen, wa? So, hier hinten. Ach, ja, ist das schön. Alter, die Stadt sieht da mal richtig cool aus, ne? Wenn ich jetzt hier nicht so blöd bin und runterspringe. Sieht das ja schon mittlerweile echt genial aus. Muss man ja mal so ganz klar sagen. So, da unten müssen wir noch irgendwas anpflanzen. Das sieht mir noch zu wenig aus. Da in dem Hupfdohlenkäfig ist auch immer noch kein Zombie gespawnt. Schade auch. Ich möchte, das wäre natürlich cool, wenn das so funktioniert, dass das da so ein oller Zombie drin spawnt. Dann kann der nämlich schön tanzen hier. Tanz an der Stange. Und unsere neueste Errungenschaft da oben hoch. Die Liebe, wie nennen wir sie? Fastbridge, wo wir gerade dabei waren. Da mache ich auch ein Schild hin. Ich glaube, da schreibe ich da auch hin. Fastbridge, die Fastbridge. So, das wäre natürlich eine Maßnahme, nochmal in die alte Stadt zu rennen. Und dort aber den Hammer diesmal mit hinzunehmen. Um da das Tor abzubauen. Hallo? Weil da drüben brauchen wir ja nichts mehr. Da haben wir jetzt ja eigentlich alles weggeholt, was wegzuholen geht. So, irgendwo waren hier die Essenz, da waren vier, aber das kann ja nicht alles sein. Wir müssen ja irgendwo noch welche haben. Zauberzeug. Rüstung. Oh, ein Stadtbesucher. Auch schön. Schätze, Glowstone, Scherben. Dann heißen wir ihn doch mal herzliche Willkommen. Und sagen mal, ist aber doof. Da will ich das nicht hinhaben. Erz roh. Zauberzeug. Dann machen wir da jetzt eine ganze Kiste von voll. Und dann schreiben wir das da mal hin. Und machen das da mal dran. Essenzbeeren. So, Essenzbeeren. Okay, passt schon. So, ich brauchte, glaube ich, noch so ein bisschen Kohle, woraus ich mir dann noch ein paar Fackeln machen konnte. Ne? Stimmt, ich wollte ja noch mal so 1, 2, 3... Ich wollte mir noch so 1, 2, 3 Fackeln da oben hinsetzen. Dann nehmen wir doch sowas mal. Und eigentlich wollte ich da oben ja auch, gebe ich ja ganz gerne zu, machen wir das mal anders. So, eigentlich wollte ich mir da oben ja auch Keilrampen des Zimmermanns mitnehmen. So, sind so ein bisschen Fille, gebe ich auch gerne zu, aber es passt schon. So, dann können wir nämlich da oben hin demnächst weiterbauen. Das finde ich voll okay. Wie viele Jahre habe ich denn hier noch Zeit? Boah, nicht mehr allzu viel. Hat es tatsächlich bald eine Stunde gebraucht, da oben so eine blöde Brücke hinzubauen? Krass. Voll krass. Aber wir haben sie fertig. Das ist schon mal schwer in Dortmund. Dann könnten wir hier eigentlich den Hopfen noch weiter bauen. Ne? Das machen wir auch noch. Ich leuchte da oben noch mal ganz fix aus. Und dann bauen wir den Hopfen noch mal weiter. Dann ist das... Hallo?
Dann ist das nämlich auch fertig und dann kann ich nämlich in den nächsten Folgen hier oben hoch nochmal einen Zugang bauen, der dann auch so ein bisschen sicherer ist. Dass hier oben auch an der Smeltery soweit nichts mehr... Genau deswegen habe ich es mir gedacht, dass hier so ein Scheiß hin muss. Kurze Konzentration, damit auch nichts vergessen wird hier. Ne? Es ist, darf nichts vergessen werden, weil wenn hier überall die Dinger sind, ich will jetzt hier aber auch nicht mit 5 Millionen Hive Slabs arbeiten, weil die können wir nochmal für was anderes gebrauchen. Dann haben wir ja schon ausgeleuchtet hier. Voll gut. Voll gut, voll gut, voll gut. Doch, das ist locker fruchtig. Was habe ich jetzt vergessen? Richtig, den Hammer. Den Hammer des Grauens. Und dann, wobei wir könnten ja eigentlich auch noch hier unten drunter... die Dings hinbauen, ne? Aber das können wir auch später noch machen. Da kriegen wir auch noch hin. Weil wir brauchen ja noch irgendwie so einen Stand. Irgendwie sowas braucht man noch, damit... jo, genau. Damit die Brücke auch vernünftig hält. Oder wir machen... Ist das möglich? Ist das machbar? Wenn wir hier so ein Gestell hochbauen? Nee, ne? Nee, komm, das sieht auch scheiße aus. So ein Gestell hochbauen, ich wollte so, also geplant war so ein Gestell, eben, was heißt geplant, der Gedanke, die Idee war da. Da so ein Gestell hinzubauen mit Halteseilen, so eine Art Halteseilen zu arbeiten. Oh, es ist schon weitergekommen. Super. Um dann, wie die Golden Gate Bridge zum Beispiel, da hängen zu lassen, dass man so eine Hängebrücke baut. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hier sind jetzt die Essenzbeeren hier. Da. Falls du die suchst. So, dann können wir nämlich hier Michel Hammer mitnehmen. Und dann machen wir das nämlich Kaputski. Würde ich sagen. Doch, würde ich sagen. Der Erde. Fackelnhammer, Gollerhammer. Ich lasse das mal alles hier. Und dann könnten wir ja eigentlich... Was habe ich hier denn so für Schutz drin? Armor Level 22. Ich glaube, damit wage ich mich dann auch mal in die Hölle rein. Mal gucken, was da so ist. Mehr zu bauen kann ich ja nicht. Müssen wir nur mal gucken, was wir hier für einen Zugang zur Brücke bauen. Ob wir das hier hinten rum machen oder hier direkt hoch oder was. Das weiß ich noch nicht, weil hier sind unheimlich in diesem Berg sind unheimlich viele Silberfische drin. Es ist so anstrengend und so nervig gewesen, hier den Berg sicher zu machen, dass hier nicht von hier oben irgendwelche Zombies und sowas runterknallen. Weil jedes Mal, wenn wir hier aufgenommen haben, Christina und ich die letzte Woche, ist von hier oben immer so ein alter scheiß Zombie über den Zaun, den die gebaut haben, Christina und der Mr. Nightfuchs, über den Zaun in unser Lager reingesprungen. Und wir haben uns immer gewundert, wo der Kack herkommt, ey. Mit welcher FOF ich spiele? Nein, nicht Erfolge. Meine FOF ist zurzeit eine 76er. Und da fahre ich zurzeit relativ gut mit. Warum? Verdorbene Erde. Okay. Lol, baut da einer oder was? Wo sind wir denn hier? Ist das hier unser... altes Portal? Sieht aber so aus, als ob das hier unser altes Portal ist. Hallo? Soll mir das was sagen? Wir hätten hier so zugebaut. Alter, wie krass ist das denn? Wir hätten hier so zugebaut. Wer hat denn hier so eine Panik geschoben? Das ist tatsächlich hier unsere alte Stelle. Fett. Wer hat denn hier so eine Panik gemacht? Oder gekriegt? Lol? Auch nicht schlecht.
ich baue das mal so ein bisschen ab hier, weil wir sind ja hier drin relativ sicher. Wenn man da vorne immer wieder schön zubaut, sollte das ja eigentlich keinen weiter stören. Ich habe mich schon gewundert, wo ich hier bin. Lol. Es sei denn, dank unseres lieben Freundes, dem Olk. Was ist denn das für ein Affe da hinten? Lol, ein Hund. Ein Werwolf, der frisst uns bestimmt auf. Ich sehe schon, komm, ich experimentiere jetzt hier so dermaßen wieder in der Hölle. Dass ich gleich tot bin. Okay. Ein heißgeliebter Höllenhund. Was bist du für einer? Du bist da unten drin. Na? Du bist jetzt aber nicht mehr böse auf mich. Guck mal, ich weiß schon 25 Millionen Jahre nicht mehr hier in der Hölle. Wie heißt das Modpack? Das Modpack ist ein selbst zusammengestelltes Modpack. Das, gibt's so nicht zu kaufen, muss ich sagen. Das ist tatsächlich eins, was extra für dieses Objekt oder für dieses Ding hier zusammengestellt wurde. Na? Habt ihr mich noch lieb? Jo, natürlich, Alter. Weil hier einfach mal so eine Fledermaus in mich reingesprungen ist. Die alte Sau. Habe ich da wenigstens was aufgesammelt von der alten? Nee, habe ich nicht. Ich habe jetzt hier so ein Ding getötet. Ich hoffe, das gilt jetzt nicht für euch Schweine, dass ihr mir jetzt meint, hier einen Kragen gehen zu wollen. Nee, wie gesagt, das ist extra für dieses Projekt zusammengestellt, das Modpack. Okay. Ich lasse dich in Ruhe, dann lässt du mich doch bitte auch in Ruhe, ja? Das wäre voll gut. Kann man diesem Hund entgegentreten, ohne gleich auf die Schnauze zu kriegen? Da wäre ich echt dankbar rüber. Über eine kleine Info. Mr. Flo, bist du noch da? Geben Sie doch mal bitte laut. Oh oh, da kommt einer. Ich bin da mal etwas vorsichtig, weil ich bin ja schon nicht gerade unoft gestorben. Ich habe da auch so ein bisschen Bammel vor. Ich würde da aber gerne mal da hinten weitergehen, weil da hinten waren auch ganz interessante Sachen, gerade auch was Level betrifft. Warum sind denn hier nicht so viele Hunde? Hilfe! Okay, der lässt mich, glaube ich, soweit in Ruhe, ne? Kann das sein? Der haut ab. Ich stelle hier nochmal so ein paar Fackeln hin, dass es hier nicht ganz so dunkel ist. Und dann sollte das ja eigentlich schon funktionieren. Geil, wir können wieder uns wieder in der Hölle hier bewegen. Hi, ich mach dir nur ein bisschen Licht. Lass mich in Ruhe. Einfach mal so ein bisschen ausleuchten, weil irgendwie sieht die Hölle nicht ganz nach Hölle aus im Moment. Die ist so dunkel. So, dann dürfte das ja, glaube ich, jetzt hier endlich mal hell genug sein. Okay. Dann gehe ich jetzt wieder zurück und mache einfach mal das Tor in der alten Stadt, im alten Dorf platt. Und dann sind wir, glaube ich, auch mit der Streamschalt schon fast vorbei. So, der kann nichts, sagt er. So, dann mache ich jetzt hier das Tor mal kaputt. Und dann lassen wir uns freuen. Ich muss den Hammer reparieren. Fällt mir dazu ein und auf. So, dann sind wir nämlich hier. Pow. Kaputt. Voll gut. Dann haben wir nämlich jetzt nur noch ein Portal und das ist das Ding bei uns in der Stadt. Ach, wo kommst du denn her, du Homo? Alter, ohne Witz. Der schießt ja einfach so auf mich und erschreckt mich. Die dumme Sau. Schon wieder dunkel, wa? Der kann nichts, sagt er. Okay, das heißt so ein One-Hit-Wonder oder was? Oder macht der einfach nur banal nichts?
Das ist eigentlich egal, wo ich kloppe. In dem Projekt leider Gottes im Moment gar nicht. Ich sag mal bewusst im Moment, weil zurzeit sind hier alle voll. Also im wahrsten Sinne des Wortes voll. Ist ja Samstag. Ohne Witz. Im Moment ist das Projekt voll und deswegen wird zurzeit auch keiner weiter aufgenommen. Bewerben kann man sich auch nicht. Man wird gefragt und da habe ich allerdings nichts zu melden, weil ich bin selber nur gefragt worden. Ich bin da selber nur der Gast im Hause und habe halt in diesem Fall eigentlich auch nur hier zu spielen. Mehr habe ich auch nicht. Ich habe hier wieder zu entscheiden, ob und wer und wann und wie und was. Das habe ich gar nicht. Oh. Jetzt hat aber Blut geleckt, wa? So, mit so viel Liebe diesen Raum gebaut. Und ganz, ganz schnell wieder zerstört. So, dann bauen wir das Ding einfach zu und dann nach uns die Sintflut. Knoten in der Zunge, bitte. So, dann können wir nämlich hier einfach mal zubauen und dann wissen die Leute, da ist nichts. Und da denken die dann hoffentlich auch. So, dann sind wir jetzt auf dem Weg zurück. Freuen uns des Lebens. Aha. So, ich mache hier mal zu, dass ja keiner reinkommt. Nachher denkt noch einer, hätte hier Zutritt. Aha, was haben wir hier? Das war eben aber noch nicht gewesen. Warum? Wer war das? Hallo? Ich glaube, ich spinne. Ah, hier, wie er einfach pennt. Die alte Schlafmütze. Man könnte auch sagen, so ein Penner, ne? Ein normaler Mob wie ein Zombie. Okay, alles klar. Ja, ich habe in der Hölle noch nicht allzu viele Freunde gefunden. Dank Oik. Der ist jetzt in Indien gerade, der Oik. Und aufgrund dessen, weil Oiki meinte, er müsste... Okay, er müsste noch so ein paar Leute da abschlachten in der Hölle. Hat er uns nicht wirklich viele Freunde gemacht. Was ist das? Hallo. Ich bin Freund, ich gehe. Tschüss. Ja, ist okay. Ist voll okay. Lass mich doch bitte einfach nur in Ruhe. Danke. Danke. Besuch mich nicht. Was macht der? Ist der böse? Ich will nicht. Den kann man nicht zähmen. Das geht nicht. Ich gehe. Okay. Alter. Ich bin fick und fertig hier. Wer war das? Wo kommt der her? Bestimmt von Stadt Weiß. Irgend so ein neuer schwarzer Bruder. Boah. Ach, die Kuh, die alte. Nee, in diesem Fall glaube ich nicht, dass ich das war mit den Stimmen. In diesem Fall, entweder ist es wirklich vom Modpack oder es war tatsächlich vom Enderman. Aber das habe ich noch nie wirklich gehört. Wobei, ich könnte natürlich auch jetzt hier vom Soundpack sein. Ich habe mir von Zwex das Soundpack runtergeladen. Es ist ja also nicht das normale Minecraft-Soundpack, was ich hier drin habe, sondern schon die Erweiterung. Aber das war ja voll creepy, Alter. Wumpf, war der einfach da. So ein Arsch. Und vor allem hat er mich verfolgt. Der wollte mir böse. Wobei, jetzt war ich schon im alten Lager. Jetzt hätte ich auch ein paar Sachen mitnehmen können, ich Idiot. Egal, beim nächsten Mal. Nur diesmal muss ich wirklich laufen, ne? Auch doof. Egal. Das passt schon. Blub. Lava. So, diesen Weg müssen wir auch nochmal gucken, dass wir den nochmal ein bisschen schön bauen. Weil das kriegen wir alles noch hin. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Das Projekt geht ja noch so ungefähr 5 Millionen Jahre. Und da können wir noch ganz lange schön bauen. Ganz lange und ganz viel schön bauen vor allem.
Und auch so ein bisschen die Mods noch erforschen. Das müssen wir, glaube ich, auch noch. So ganz ohne Mods ist natürlich auch lahm, ne? Oh, den kenne ich. Ah ja, okay. Hier hat sich einer im Buddeln versucht. Hey, ich bin zu Hause. Oh, der ist noch nicht weiter gewachsen? Doch, hier. Den kann man mitnehmen. Oh, ich kann nicht mehr laufen. So, dann gehe ich in erster Linie jetzt erstmal eine Runde pennen, damit mir hier keiner mehr auf den Sack geht. Und dann passt das schon. Ist Mr. Nightfox immer noch da? Oder? Ah ja, er ist sogar immer noch da. Das finde ich voll in Ordnung. Ja, lach nicht. Das war wirklich creepy, Alter. So, Schokobo, Schokobo, Schokobo. Irgendwie ist das hier am Lecken. Liegt das an mir? Okay, das war jetzt nicht das Lied. Ich habe nämlich mit Absicht eben einfach mal alles leise gemacht. So, jetzt haben wir nochmal Nita, 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 Nita. Ende unserer Tupats, Schätze, Glowstone, Scherben, Sonstiges, Gefundenes, Sonstiges, Bären. Hier sind wahrscheinlich auch die Essenzbären drin? Nein. Haben wir hier irgendwo... Pass auf, dann machen wir das hier mit rein beim Glowstone. Dann packen wir da den Nether-Scheiß mit rein. Obsidian. Doch, das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. So, dann können wir den Rest nämlich da hin mit reinschmeißen. Und dann sollte das passen. Ich weiß, da gehört eigentlich nicht nur Bruchstein hin, sondern auch ein bisschen was anderes. Beziehungsweise nicht das andere rein, sondern nur Bruchstein. Aber das ist egal. Erze Baron. Mensch, wo war das? Bin ich blöd? Da. Chimerit. So, dann hätten wir das nämlich auch. Dann müsste ich nur jetzt, obwohl, warte mal, wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen Obsidian, um den Hammer mal wieder zu reparieren. Das werden wir jetzt auch nochmal tun und dann ist, glaube ich, die Zeit hier auf dem Server für mich, glaube ich, auch schon rum, ne? Ich glaube, das war so 18 nach oder so. Ne, 10 nach oder so haben wir gemacht, ne? Genau, noch 4 Minuten, dann brauchen wir hier nichts mehr großartig hoch anzufangen. Dann repariere ich noch meinen Hammer und dann war es das eigentlich hier auf Mindfaction schon gewesen in Stadt Schwarz. Dann machen wir eine kurze Pullerpause. Oh, wir gießen uns einen Apfel. Auch schön. Wo ist denn hier die... Da... Die Werkzeugäse. Pring, 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 pring. Ich hoffe, das reicht. Nö, das reicht nicht. Haben wir hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Nö. Können wir den Moosbein da schon mit draufsetzen? Der hat nichts mehr frei, ne? Es wäre zu schön. Es wäre zu schön, wenn der nochmal irgendwie Platz frei hätte. Schade auch. Aber das ist halt so, wenn man ohne Plan Sachen tunt, vermeintliche Sachen tunt oder vermeintlich tunt, und dann einfach die Selbstreparatur nicht draufpackt. Wobei, es wurde ja anfangs auch gesagt, dass das Moos hier nicht allzu viel bringt. Wobei ich sagen muss oder festgestellt habe, bei mir ist das okay. Ich kann damit leben. So, jetzt haben wir hier kein Obsidian mehr, ne? Das wäre schon noch toll für mich. Alter, wieso leckt das denn hier drin so? Hallo? Ah, da haben wir noch Obsidian. Ich glaube, so viel brauche ich nicht. Aber das möchte ich jetzt bitte erst noch reparieren, bevor ich jetzt hier vom Server runterfliege. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich wollte, erfüllt hier in diesem Stream. In dieser langen, 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 länglicheren Folge. So, dann haben wir den operiert. Passt. Dann ist er nämlich Eile. So, dann geht's jetzt wegen einem so einem Ding, ne? Überleg dir das mal. Wegen einem so einem scheiß Teilpim ist hier wieder hoch. Und der Olk wollte so eine alte Wendeltreppe haben. Na toll.
Die müssen wir, glaube ich, noch umbauen. So, dann bin ich, glaube ich, für den Stream fertig. Ich fresse mich noch mal kurz voll. Achso, hey, den Obsidian muss man noch wieder ablegen. Da, zack. Das müssen wir noch tun. Und dann gehen wir hier eigentlich mal von der Dings runter, von der Plattform. So bin dann mal weg. Reingehauen. Das war quasi mein Faction 2. So, muss ich nochmal ganz kurz in die Config reinschreiben. Dann muss ich hier mal ganz kurz den Stream pausieren, damit er wieder unterbrochen wird. Ich bin in 20 Sekunden wieder da. Bis gleich.